Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Train Simulator 2020 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Wir schauen uns heute neuen Content an und zwar vom Train Team Berlin und die haben, ja, dem Namen typisch, sage ich mal, eine Berliner Strecke rausgebracht und zwar die S25 zusammen mit der Baureihe 481. Ja, somit werden wir jetzt ordentlich Berliner S-Bahn-Verkehr erleben mit allem, was dazugehört und es beginnt schon schlecht, weil ich habe schon gehört, es gibt eine Störung. Unser Zug ist defekt. Es sind nämlich Fahrmotoren ausgefallen. Wir fahren jetzt quasi nur noch mit der Hälfte der Leistung. Trotzdem Fahrplan einhalten. Schwierig. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal rein. Und dann schauen wir uns das Fahrzeug erstmal ein bisschen von innen an. Naja, so viel Zeit muss sein, ne? Machen wir uns erstmal hier das Licht an. So. Ja. Haben sich die Neonröhren endlich auch gefangen. Dann können wir hier schon mal ganz kurz unsere Fahrgastinformationen einstellen. Gehen wir kurz ins Ibis rein. Ibis Stammnummer. Moment. Warum will er nicht? So, Linie. Genau. Fangen wir mit der Linie an. Das ist die Nummer 25. Wir beginnen nämlich jetzt hier. Na, boah. Schönes Piepen. Wir beginnen hier nämlich in. Ja, quasi vor dem Bahnhof Potsdamer Platz. Quasi auf einer Abstellgruppe. Und fahren dann in die Richtung Lichtenfeld Süd. So, Umlauf ist die Nummer 8. Und das Ziel ist in diesem Fall der Code 85. Ah, schönes Piepen. Das hört man doch gerne. Und Start ist die Nummer 74. Ah, da hören wir schon das klassische Piepen von den Türen, wenn sie zugehen. Das ist jetzt nicht unser Zug. Unserer ist nämlich noch überhaupt nicht abfahrbereit. So, jetzt haben wir das aber schon mal gemacht. Das ist schon mal gut. Start drücken wir dann, wenn wir dann im Startbahnhof auch angekommen sind. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz den Rucksack hier öffnen, den Schlüssel entnehmen, reinstecken und drehen. Und jetzt können wir nämlich weiterarbeiten hier. Machen wir uns ein bisschen die Instrumentenbeleuchtung an. So, perfekt. Hauptschalter ein. Jetzt gleich können wir auch mal hier schon mal das Licht wieder ausmachen. Guck mal, Fahrgastbeleuchtung machen wir aber natürlich an, damit die auch ein bisschen was haben. Batterie ist eingeschaltet, sehr gut so, das sieht alles super aus. Siefer haben wir natürlich auch mit dabei. Somit würde ich sagen, sind wir hier hinten auf jeden Fall schon mal fertig. So, dann jetzt nochmal hier die Pultbeleuchtung einschalten, damit wir wenigstens ein bisschen Licht haben. Ich weiß gerade gar nicht warum, ah doch. Licht ist an. So, perfekt. Dann legen wir den Fahrtrichtungswender mal nach vorne. Perfekt. Passt. So, hier können wir übrigens auch damit quasi die Geschwindigkeit ein bisschen steuern und regeln. Quasi wie eine AFB. So, jetzt will ich noch ganz kurz Spiegel. Das passt, das passt, das passt, das passt. Beleuchtung wollen wir natürlich auch ein bisschen haben. Und zwar haben wir hier irgendwo nicht die Führerraumbeleuchtung. So, Signalleuchten normal. Das passt sogar schon. Signalleuchten ein. So. Somit haben wir ein bisschen mehr Licht. Und wir sehen schon, wir haben Fahrtfreigabe und da unten eben das entsprechende Sicherungselement, sage ich mal, ist schon hochgeklappt. Sprich, dass wir hier keine Zwangsbremse bekommen. Und somit würde ich sagen. Ah, bewegen können wir uns noch nicht. Federspeicherbremse ist natürlich noch drin. So, jetzt geht's aber los. Ja, ich würde gerne mal Hand auf Blatt sehen, wenn er das Ding hier fährt. Ich wünsche an dieser Stelle direkt schon mal viel Erfolg. So, und jetzt geht es auch schon direkt los. Ja. Will noch nicht so ganz. Jetzt bewegt sich die Kiste aber. Ich schalte unten kurz die Informationen an, weil ich bin natürlich nicht streckenkundig. Aber in Berlin war ich schon ein paar Mal und ja, ich bin gespannt. Weil so Berliner S-Bahn und U-Bahn ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Großstadtgefühle kommen da hoch und natürlich der übliche Stress. Und jetzt auch noch mit halber Leistung. Das ist natürlich, ja, spannend. So, komm. Jetzt gehen wir mal ein bisschen Schub hier. Man merkt echt, gar nichts quasi gefühlt. Alles ein bisschen verzögert und träge. Ja, also schauen wir mal. So, und somit sind wir schon im Bahnhof vom Potsdamer Platz angekommen.
Sehr schön, ordentlich was los auch hier. Sifa meldet sich. Uiuiui, da habe ich aber jetzt ein bisschen Zeitdruck. Und jetzt müssen wir gleich mal kurz gucken, was hier für ein Abfertigungssystem ist, weil das ist hier tatsächlich von Station zu Station auch unterschiedlich. Und ich merke schon wieder hier, wie ich in den Bahnhof reinschleiche. Meine Güte, das kann es doch nicht geben. So, einmal kurz die Fahrertür auf und hinten die Tür natürlich auch freigeben. Und dann schauen wir ganz kurz, der Bahnhof hier wird, okay, über Signal geregelt. Das heißt, wir müssen auf ZP9 und ZP10 warten, beziehungsweise ZP10 und ZP9. Damit wir hier wissen, wann wir die Türen schließen dürfen und auch abfahren dürfen. Das wird dann hier unten oder da oben? Ja, da unten. Angezeigt, also warten wir mal kurz. Und ganz wichtig, jetzt drücken wir hier mal kurz auf Start. Fahrgastinformationen laufen. Das heißt, wir werden jetzt gleich auch, ja, Ansagen hören. So, wir haben es jetzt gesehen. Jetzt warten wir noch auf den Strich, dass wir losfahren dürfen. Und jetzt haben wir Fahrtfreigabe. Das heißt, auf geht es, weiter zur nächsten Station. Das Schöne ist, wenn wir hier vorne sitzen, können wir auch die Tür offen lassen. Das ist nämlich eine Sache, die finde ich irgendwie bei U-Bahn immer ziemlich cool, wenn die mit offener Tür rumfahren. Ich glaube, gerade im Sommer ist das eine echt schöne Sache. So, und jetzt erleben wir, boah, nicht eine Sifa-Zwangsbremsung hoffentlich, sondern Berlin von unten. So, jetzt müssen wir hier mal kurz die Leistung abschalten, weil wir hier über so eine Trennstelle fahren. Sprich, hier rollen wir einfach mal kurz durch. Wahrscheinlich damit es keinen Funkenflug gibt, beziehungsweise keinen Lichtbogen. Weil im weichen Bereich ist das immer so eine Sache. Und jetzt können wir wieder volle Fahrt geben. Bis zum Berlin-Anhalter Bahnhof. Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. So. Also, Ansagen sind auch mit dabei. Puh. Ja, also, ich sag's mal so, mit den Worten von Icke und Berlin, Icke und Er, so heißen sie, einer Berliner Kult-Hip-Hop-Band, möchte ich mal meinen, oder so kenne ich sie. Ihr fällt mir, geht ab oder so, ne? Gibt ja so ein Lied von denen. Nee, ich find's echt, mein Ersteindruck ist hier echt super. Ich habe mich jetzt einfach mal reingeschmissen ins Vergnügen. Natürlich habe ich ins Handbuch geschaut, weil das kann ich auch jedem empfehlen, gerade wenn es dann um so Themen geht wie verschiedene ja, Systeme hier mit der Zugabfertigung und sowas. Ich kann euch sagen, das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich, da einen Blick reinzuwerfen. Aufstieg rechts. Und hier wird halt auch recht viel simuliert. Ich sehe nur schade. Na, er steckt hier ein bisschen in der Kante drin. Okay. Aber passt. In der Realität natürlich nicht, aber hier ist jetzt dieser Millimeter, der fällt jetzt nicht so schwer ins Gewicht. So. Ja, falls ihr euch ein bisschen besser mit dem S-Bahn- oder U-Bahn-Netz von Berlin auskennt, könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob das alles soweit authentisch ist. Weil, ich kann das nur schwer beurteilen. Aber es fühlt sich auf jeden Fall echt stimmig an. Und vor allem auch bietet das Ganze hier eine gewisse Komplexität, die einen auch wirklich fordert dann. Wo man auch sagen kann, ja, da kann man ordentlich Stunden investieren, bis man das dann wirklich meistert, so dass man sagt, ey, perfekt, jetzt kann ich wunderbar, ganz routiniert hier Berliner S-Bahn fahren. So, wir können jetzt natürlich noch Sperenskis machen und hinten da den Rucksack wieder zumachen. Ah ne, da hängt nur das Schlüsselbändchen raus, ne? Ah ne, das geht. So, 60 sind jetzt da unten drin, aber wir dürfen nur 50 fahren, beziehungsweise 40 sind also schon ein bisschen zu schnell. Hier tropft es ein bisschen rein. Ist mir gerade mal aufgefallen, weil wir haben ein paar Tropfen auf der Scheibe. Ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt ist oder ungewollt ist. Weil als ich einmal ganz kurz getestet habe, ob das hier alles läuft, wie ich mir das ungefähr vorstelle, ist mir aufgefallen, dass wenn man kurz in die Außenansicht geht und dann wieder rein, genau, dann regnet es nämlich ins Fahrzeug rein. Aber ja, muss man halt drin bleiben.
Ist ärgerlich, aber wenigstens tut es das nicht die ganze Zeit, außer so ein bisschen Tropfen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das ab und zu mal wirklich in der Realität auch passiert, dass es da ein bisschen reintröpfelt in die Tunnelsysteme. Aber gut. So, hier geht es auch ordentlich bergab. Das heißt, hier muss man dann eben entweder mit der Fahr- und Bremssteuerung ein bisschen arbeiten. Oder eben man geht hin und, oh, und sagt Station, halt... Yorkstraße. Übergang zur 7. Ja, und sagt halt, was wollte ich jetzt sagen? Und sagt halt, dass man alles manuell macht. Kann man sich dann überlegen. So, jetzt müssen wir erstmal den Scheibenwischer richtig einstellen, weil es ist ja echt ein mieses Wetter hier draußen. Fahrgastraumbeleuchtung anhand der Streckendaten ausgeschaltet. Okay, also die haben jetzt kein Licht, obwohl es richtig düster ist. Aber gut, wenn die Lichtautomatik das meint, dann soll sie das machen. Ja, mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass man da auf dem Stück gar keinen Schub hätte geben dürfen. Laut Beschilderung. Aber ich sag's mal so, sonst wären wir, glaube ich, den Berg da gar nicht hochgekommen. Weil ich merke auch jetzt wieder... Das Fahrzeug hat sich gut angestrengt. So, wir sind, glaube ich, im Kurzzug, ne? Übrigens, wir haben Danke Donuts Werbung. AKA Dunkin's Donuts natürlich. Aber echt nett gemacht. Ja, gibt einige Werbezüge hier drin. Ausstieg links. Aber jetzt muss ich noch ganz kurz das gucken. Wir haben nämlich jetzt hier Berlin-York-Straße. Also es ist Abfertigung mit Funk. Das heißt, wir schauen auch mal mit raus kurz. Warten kurz. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier groß auf den Funk warten müssen, dass der mir sagt, dass ich die Türen schließen darf. Ah, warten wir noch ein bisschen. Wir sind nämlich schon viel zu spät. Abfahrt Yorkstraße wäre nämlich hier um 9.22 Uhr laut Fahrplan, der mit von der Partie ist im Handbuch. Ja, ich würde sagen, das war's. Wir machen die Türen zu. Können selber mal kurz überwachen. Ist auch keiner mehr. Passt also. Zugvektor nach Lichterfelde Süd. Abfahren. Danke. Also das waren die Kollegen, ja, die den Zug gerade gesichert haben, beziehungsweise das Personal am Bahnsteig. Die haben mir nämlich gesagt, ich bin nämlich Zugvektor, haben sie gesagt, ja, ganz abfahren. Passt. Machen wir die Tür zu. Draußen ist echt übles Wetter. Richtig ekelhaft düster. Aber gut. C'est la vie. So, die SIFA ist übrigens auch ein bisschen, ne, die schaltet sich, glaube ich, immer mal wieder um automatisch. Mal 30, mal 50 Sekunden oder sowas. Also da ist auch keine Regelmäßigkeit drin. Ja. So, nächste Station ist dann auch was recht Großes, und zwar Berlin-Südkreuz, beziehungsweise Südkreuz. Wir sind ja in Berlin, das wissen wir ja. Genau. Und in Südkreuz haben wir Abfahrt um 9.24 Uhr und wir haben jetzt 27, also alles ein bisschen verzögert leider. Aber gut. So, hier dürften wir 100 fahren und wahrscheinlich erreicht man die 100 auch in der Realität. Oder was heißt in der Realität? Station Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. Ja, ich meinte natürlich unter Normalbedingungen, weil wir fahren ja einfach einen defekten Zug gerade und der benimmt sich natürlich nicht mehr ganz so normal, sprich der braucht viel länger beim Beschleunigen, beim Bremsen hoffentlich nicht, also hoffentlich ist das nicht so weit ausgefallen, dass wir auch Bremsverlust haben, aber ich glaube, das wäre ein Sicherheitsmanko, was uns dann zu einer Langsamfahrt zwingen würde. So, ich glaube, hier dürfen wir an der AH-Tafel halten. Ja, ich würde uns mal als Kurzzug einstufen mit 4 Wagen nur. Das passt auf jeden Fall. Hier haben wir übrigens ZAT.
Zugabfertigung durch Triebfahrzeugführer, glaube ich, heißt. Ausstieg links. Das heißt für uns jetzt, wir müssen rausgucken. Nach Lichterfelde Süd einsteigen bitte. So, das waren wir jetzt in diesem Fall. Die Durchsage. Warten wir mal kurz. Nach Lichterfelde Süd einsteigen bitte. Ja, da will scheinbar keiner mehr einsteigen. Also Türen schon mal schließen. Nach Lichterfelde Süd einsteigen bitte. Schade, ich dachte eigentlich, jetzt kommen noch zurückbleiben bitte, aber soll eigentlich auch mit von der Partie sein, aber hat ja alles geklappt, Türen sind zu, also können wir unsere Fahrt fortsetzen und versuchen unsere Verspätung wenigstens ein bisschen im Rahmen zu halten. Oh, jetzt haben wir Radschlupf, da geht's los, sanden wir mal ein bisschen. Übrigens, die Fahrsperre ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, okay. 5 Minuten 44 Verspätung haben wir schon. Kriegen wir also eine Information, damit der Druck auf uns noch weiter steigt. Die Fahrsperre ist, glaube ich, quasi Fahren auf Befehl. Also sprich, wenn man ein haltzeigendes Signal überfährt oder so. Da wird nämlich dann für eine Zeit, glaube ich, dieser Mechanismus ausgelöst, der, beziehungsweise ausgeklingt, der die Zwangsbremsung an Haltesignalen verursacht. Sprich dieser Balken, sag ich mal, der darunter fährt. So. Ich denke, das wird uns jetzt nicht begegnen. Jetzt gleich haben wir schon Halt in Priesterweg. Vielleicht müssen wir auf 60 runtergehen hier beim nächsten Signal. Das ist immer sehr spannend. Station, Priesterweg. Übergang zur S-Bahn-Linie 2. Ich dachte erst, das hängt rein mit dem Laderucklern manchmal zusammen. Aber nee, scheinbar ist es auch unabhängig davon, dass manchmal die Scheibenwischer so kurz aussetzen. Vielleicht sind die einfach unzuverlässig. Ich weiß es nicht. So. Hier ist jetzt 60 angesagt. Ja, wahrscheinlich, weil wir rübergelotst werden, genau. Und dann schauen wir ganz schnell, wie das hier läuft. Hier ist auf jeden Fall auch wieder signalgesteuerte Zugabfertigung. Oh, Vollbremsung wollten wir nicht. Was ist das ein Wetter? So. Ausstieg links. Jetzt müssen wir natürlich da hinten hingucken. Aber hier können wir jetzt eigentlich zumachen, weil das wird jetzt, meine ich, auch alles quasi vom Personal am Bahnsteig bzw. über die Kameras, glaube ich, gesichert. Sprich, wenn die dann den Abfahrtbefehl geben, dann ist das auch gültig für mich. Aber wahrscheinlich guckt man da trotzdem besser nochmal einmal mehr aus dem Fenster als einmal zu wenig. Nicht, dass dann doch was passiert. Weil es passiert halt auch immer wieder was. Ich habe letztens noch was gelesen irgendwie. Das war, glaube ich, sogar in Deutschland, wo tatsächlich jemand schwer verletzt wurde. Sogar, weil der im Zug hängen geblieben ist, beziehungsweise an der Tür. Ah nee, das hat tatsächlich nichts unbedingt mit der Zugsicherung zu tun. Also müssten wir quasi noch einen kurzen Blick raus tätigen, weil das kam jetzt dicht gefolgt aufeinander, also so, dass da keiner jetzt den Überblick hat, ob da jetzt wirklich alles frei ist oder nicht. So, sehr schön, können Scheibenwischer wieder fast ausmachen. Himmel klart auf. So wollen wir das haben. So. Ja, genau. Für die Szenarien braucht man übrigens das Szenario Pack 1 oder 3. Beziehungsweise Volumen 3 oder 1 halt.
um halt die spielen zu können. Allerdings kann man auch ohne diese Pakete, sage ich mal, einfach frei fahren, wie man will. Das geht schon. Nur die Szenarien, die sind halt ein bisschen komplexer. Da sind die Ansagen mit dabei. Da fahren dann auch andere Fahrzeuge hier rum, die wir jetzt leider noch nicht so wirklich gesehen haben. Ah, da fährt was rum. Ah, ja, okay. Also da ist dann ein bisschen mehr los. Aber wer einfach nur ein bisschen S-Bahn-Feeling haben will, Südende, der kommt auf jeden Fall auch ohne diese Erweiterung auf seine Kosten wahrscheinlich. Wobei, wenn die Szenarien alle so ungefähr sind von der Richtung her, dann ist das echt schon eine ziemlich schicke Sache. So, hier haben wir jetzt wieder ZAT. Also dürfen wir wieder ran an den Speck. Ah, das war ein bisschen sanft gebremst. Ja gut. Ich weiß gar nicht, die bremsen echt recht langsam. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da in die Notbremse reingehe. Aber eigentlich müsste man es mal ausprobieren. Das dann so die Bremskraft bringt, die wir benötigen oder wollen. Ausstieg links. So, jetzt ist die Tür auf. Hier ist jetzt ein bisschen Abstand. Nach Lichterfelde Süd einsteigen, bitte. Nach Lichterfelde Süd einsteigen, bitte. Ja, eigentlich sollte da noch irgendwo die Ansage zurückbleiben, bitte, sein, weil die ist auch sehr, sehr markant, also die kennt man. Und ich finde es auch schön gemacht, es gibt wohl mehrere Stimmen, die hier dann eingesprochen wurden und die dann halt zufällig ausgewählt werden, bevor man das Szenario beginnt. Und dann hat man halt immer ein bisschen Abwechslung. Und das ist halt auch wirklich dieses leicht eingenuschelte, dieses schöne Zurückbleiben. Also manchmal versteht man es gar nicht. Ah, Verspätung beträgt nun 7 Minuten. Also das ist wahrscheinlich die Leitstelle einfach, die mir hier immer einen auf den Deckel haut und sagt, ey, Junge, was kannst du eigentlich? Ich meine, recht haben sie leider. Recht haben sie. Weil ich bin tatsächlich hier nicht so wahnsinnig flott unterwegs. Aber dafür fehlt mir wahrscheinlich auch die Routine. Aber das ist das Schöne, man kann hier wirklich besser werden, desto mehr man fährt, glaube ich. Hier hätte er zum Beispiel weiter durchbeschleunigen können bis kurz vors Signal. Und wahrscheinlich fährt man echt einfach besser mit der automatischen Fahr- und Bremssteuerung. Dann lässt man einfach die ganze Zeit den Hebel komplett auf den Tisch, also auf Fahrstellung Maximum, stellt die Geschwindigkeit ein und dann Abfahrt. Ich glaube, so macht man es in der Realität auch, weil so kann man immer wieder die gleiche Beschleunigung realisieren und das ist ja genau das, was die eigentlich wollen. Oh, apropos Beschleunigung. Natürlich muss man, wenn man Beschleunigung sagt, auch irgendwann bremsen. Und das ist in diesem Fall nicht zu spät, aber man, ja, Fahrzeuge muss man halt erst einschätzen lernen. Das ist immer learning by doing, ne? So. Psst. So, hier ist auch wieder ZAT. Muss gleich mal das Handbuch durchscrollen. Nicht damit ich das hier, dass ich das die ganze Zeit falsch sage. Ausstieg rechts. So. Nach Lichterfelde Süd einsteigen bitte. Nach Lichterfelde Süd einsteigen bitte. Nach Lichterfelde Süd einsteigen bitte. Oder gibt es da noch andere Kombinationen? Muss ich nochmal schauen? Nach Lichterfelde Süd einsteigen bitte. Nee. Nach Lichterfelde Süd einsteigen, bitte. Ha. Hier können wir übrigens jetzt auch zum Beispiel den wieder zumachen. So, ich würde sagen, wir schließen die Türen. Schauen nochmal ganz kurz raus. Oh, jetzt sind wir zu weit. Moment. Habe ich hier in meinem eigenen Führerstand verirrt. Wo sind wir denn jetzt? So. Passt doch. So. Jetzt weiterfahren. Und jetzt probieren wir es mal aus. Stellen wir es auf 60 ein hier.
und dann Hebel auf den Tisch und ab geht's. Und eigentlich beschleunigen die auch eigentlich echt viel schneller. Ach, hier auch schön mit Graffiti, also nicht, dass ich Graffiti in der Form schön finde. Es gibt zwar durchaus Kunstvolles, aber so nicht. Das ist Gekritzel. Aber es gehört halt irgendwie dann doch ein bisschen dazu. Die Werbung. Eieieiei. So, jetzt können wir direkt auf 90 hochgehen. Und dann sind wir gleich schon in Lichterfelde Ost. Nächste Station, Lichterfelde Ost. Übergang zum Regionalverkehr. Der röhrt aber heftig. Psst. So. Ja, ich denke, bremsen kann man eigentlich echt spät, wenn man genau den Bremspunkt trifft, dann ist das auch eine echt super Sache. Was ich mich gerade fragt, ob die Kilometer mitgehen. Ungewollt, gewollt. Vorbeifahrt, Fahrsperre. Das ist der Kilometerzähler, wenn ich hier auf Fahrsperre drücke, also sprich, dass ich das überfahren kann. So können die nämlich dann einfach sagen, Moment mal. Uff, dann ist er aber schon oft ungewollt über ein rotes Signal gerollt, wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe mal, dass das Meter sind. Sonst wäre das ein Armutszeugnis für die Kollegen, die den Zug davor gefahren sind. So. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt sehen wir nämlich nicht unser wunderschönes Signal, weil ich links vorbeigerutscht bin. Was haben wir hier eigentlich für eine Sicherung? Hier ist doch wieder nicht im Felde Ost. Dort ist alles hier signalgesteuert. Das heißt, wir haben ein Problem. Hä? Nee, das ist jetzt komisch. Ich komme gerade nicht zu meinem Ausgangsplatz zurück. Okay, müssen wir von außen halt betrachten. Ich habe es jetzt nicht gesehen halt. Ah, jetzt. So. Schön auch mit den Glocken. Genau, die Strecke ist, meine ich, auch aus mehreren zusammengebaut, weil Berliner S-Bahn gibt es ja hier schon längere Zeit immer mal wieder hier für den Train Simulator. Aber jetzt halt dann mit kompletter Strecke und Fahrzeug und Szenarien und allem drum und dran. Also quasi das erste Mal ein stimmiges Gesamtkonzept und wir haben eine solide Verspätung von 8 Minuten und 25 Sekunden. Uff. So. Komm, die letzten Stationen machen, die nehmen wir jetzt einfach auch noch mit. Eieieiei. Ja, aber bockt. Bockt. Gefällt mir, geht ab. Das macht Spaß. Genau, hier steht's ja nochmal. Selbstabfertigung durch Triebfahrzeugführer. Abfertigung, Bahnsteigaufsicht. Psst. Nächste Station, Ostdorfer Straße. Ja, irgendwie nach oben hin ist echt jetzt die Puste raus bei dem Fahrzeug. Was eben wirklich einfach an den fehlenden Fahrmotoren liegt. Aber finde ich super, dass auch so ein Szenario halt mit dabei ist, wo halt mal nicht alles nach Plan läuft. Und das sind dann die Sachen, wo eine Verspätung kommt, die wahrscheinlich sich über den ganzen Tag noch hinwegziehen wird. Noch die, ja, ich wollte fast sagen Generation, aber die, keine Ahnung, nächsten Fahrten im Laufe des Tages halt Spaß mit haben, weil ich hier eine Verspätung von über 8 Minuten bzw. bei 10 Minuten eingefahren habe. Aber das Fahrzeug wird gleich auch dann aus dem Verkehr gezogen, weil ich meine, das ist ja eine Zumutung, das hält ja alles auf und ja. So, sehr schön, sind wir schon wieder gut weggerollt. Ausstieg. Unangenehm. Sehr unangenehm das Ganze. So, habe ich hier richtig geguckt? Was ist denn hier nochmal? Unsere Straße. Ja, okay. Müssen wir jetzt wieder aufs Signal gucken. Aber das sehen wir von hier aus sehr gut.
In Berlin gab es mal auch so einen Fall, wo einer dann einfach gesagt hat zu einer, ja, zu einem Fahrer irgendwie, dem es nicht so gut ging, so, ja, klar, nee, kein Problem, ich kann übernehmen. Und ja, hat er sich ans Steuer gesetzt, hatte wohl ein bisschen Erfahrung, hat sich in die Thematik reingelesen. Ich weiß nicht, ob der auch Simulator gefahren ist mal. Und dann hat er gesagt, so, ich fahre jetzt das Ding übrigens, ne? Und ist wohl gefahren. Das ist auch echt lange nicht aufgefallen. Eigentlich eine richtig üble Sache, weil ich meine, selbst wenn man das perfekt im Simulator kann, das sollte man nie, nie im Leben ausprobieren, so ein Schabernack. Ich meine, natürlich lädt es quasi dazu ein, dass man sagt so, boah, ich kann das ja, ne? Aber es gibt halt immer so viele Eventualitäten, die dann eintreten können, auf die man dann halt leider nicht vorbereitet wurde. Und das Problem ist, im echten Leben, wenn dann was passiert, ist es entweder richtig teuer, und zwar richtig teuer, unangenehm sowieso, wenn es dann auffliegt, und im schlimmsten Fall Personenschaden. Und das ist ja wirklich was, was, das will keiner. Also deswegen, sowas ist einfach sehr dumm und unüberlegt. Da bleibt man dann doch lieber in der Simulation, und ich meine, kann ja schon was, ne? Auch wenn ich jetzt hier keinen ZB9, geschweige denn ZB10 bekomme und allmählich wirklich die Geduld verliere. Aber ich weiß nicht, vielleicht muss man einfach so lange warten dann. Komm. Ja. Was macht man denn dann in so einem Fall? Ich würde sagen, in so einem Fall beende ich das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, was soll ich machen? Ich kriege ja keine Fahrtfreigabe. Ich müsste ja jetzt anrufen, aber, ne? Ja, okay. Ich würde auf jeden Fall sagen, hiermit endet diese Fahrt. Und, tja, könnt ihr mal reinschreiben, wie euer Eindruck von dem Ganzen ist. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich sage, bis dahin, tschüss, euer Zengis. Ja, das war so eine typisch berlinerische Verabschiedung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie verabschiedet man sich auf so richtig berlinerisch? Naja, also, in dem Sinne, tschüss, bis dann.